Dank. Ich freue mich sehr, das habe ich gestern Abend auch schon gesagt, dass wir da in Meierhofen gemeinsam mit einem doch ganz großen Team, das wir mitgebracht haben, euch präsentieren dürfen, was wir als E.ON Drive in Österreich auch vorhaben. Du hast vorher was von Speicher gesagt, einfach mal auch gezeigt, das Beutel ist jetzt relativ lang schon da. Das ist unsere erste Ladestation, die auch einen Speicher mit drin hat. Solche Produkte hat man sich immer schon gewünscht. In der Theorie waren die auch immer schon da. Da hat es ganz viele Ideen immer schon gegeben, aber das beginnt jetzt am Ende wirklich mit innovativen Produkten. Der Vorteil hier, da ist eine 180 Kilowattstunden, knappe 180 Kilowattstunden Batterie hinten drin. Das heißt, ich kann das Produkt an Standorten, wo der Netzausbau vielleicht gar nicht so gut ist, und wir reden ja hier von immer Talstrukturen, tatsächlich das Produkt auch mit wenig Leistung anschließen und trotzdem Fahrzeuge extrem schnell laden, nämlich mit 150 Kilowatt vorne raus. Richtig spannend, und solche Produkte machen mir unheimlich Spaß. Ich mache seit über 10 Jahren jetzt Elektromobilität, habe es in Garmisch-Partenkirchen gemacht und spüre einfach jetzt, ja, dass der Aufbruch da ist. Gestern Abend habe ich gesagt, das war ein langer Fragezeichen, heute ist es ein Rufezeichen. Es ist eine Chance, wo jeder von euch anpacken kann. Und dieses Anpacken, da freue ich mich auch, dass wir heute jetzt so einen Dreiklang haben. Um Anpacken geht es am Ende, auch bei dem Professor Lute, beim Tobias geht es später genau um das Gleiche, das Anpacken, das gemeinsam Anpacken, und genau deswegen sind wir hier. Wir, das heißt, wir definieren uns als Mobilitätswende-Umsetzer. Wir sind nicht die, die gerne PowerPoints machen, darum sind bei den PowerPoints meistens nur Bilder drauf bei uns. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam mit unseren Partnern anpacken. Und dieses Anpacken, das Schöne ist im Moment, wir haben ein tolles Team von jungen Leuten, die unheimlich motiviert sind. Und deswegen auch motiviert, wir waren vor etwa 3 Wochen eben auch in den Bergen unterwegs, weil die das tun, weil sie etwas Gutes gelernt haben und weil sie, neben dem, dass sie Geld verdienen müssen und wollen, auch etwas Gutes für die Zukunft tun wollen. Und genau diese Motivation, das ist ein unheimlich großer Motivator für alle die Leute, die ihr hier seht, und noch viel mehr in Europa. Wir sind insgesamt fast 300 Leute, die europaweit das im Moment versuchen. Und das ist auch für so einen Großkonzern wie E.ON, ist das eine ganz neue Art des Geschäfts. Ja, wir krempeln die Ärmel hoch, ja, wir haben selten Anzüge an, sondern wir versuchen gemeinsam Sachen in den Boden zu kriegen, um eine solche Mobilitätswende überhaupt zu ermöglichen. Und jetzt sind wir heute hier im touristischen Umfeld. Das ist für uns noch auch ein Anfang, von dem wir reden. Ja, jetzt ist zwar 2035 in der EU beschlossen, dass man keine Verbrenner mehr verkaufen darf im Pkw-Bereich, aber trotzdem sind wir in vielen Themen noch in den Kinderschuhen. Es gibt Produkte, die jetzt erst in der zweiten Generation da sind. Überlegt einmal, wir reden immer alle, das müsste alles schon perfekt sein. Viele Produkte sind jetzt gerade in der zweiten Generation bei den Fahrzeugen da, genauso in der Infrastruktur. Wir reden noch nicht von langen Entwicklungszeiten, aber dieses Besserwerden, das spüren wir halt an allen Ecken und Enden, und vor allem spüren wir, dass sich manche Lösungen auch mehr und mehr durchsetzen und mit diesen Lösungen es auch jedem jetzt gut möglich ist, anzufangen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Philosophie, die in der Nachhaltigkeit auch, glaube ich, wichtig ist. Es hilft nicht viel drüber nur zu reden, sondern das Schöne ist, und vor allem in der Elektromobilität das Schöne ist, da kann jeder anfangen, weil die Energie, die wir dazu brauchen, die elektrische Energie, die kann ich ganz lokal erzeugen. Da brauche ich keine großen Konzerne, die mit großen Schiffen irgendwas hin und her fahren, sondern das haben wir alle vor Ort im Garten. Wie gelingt das Ganze? Und insbesondere auch für den Tourismus, glaube ich, ganz wichtig, es braucht einfach verschiedene Komponenten. Und das ist auch unser Gedanke in dem Ganzen. Wir wollen als E.ON Drive für Sie da sein in allen Fragestellungen. Das beginnt natürlich mit dem Thema, dass wir Beratung brauchen, Erstberatung. Es sind ganz viele Fragestellungen da. Und dann ist auch immer die Fragestellung, was habe ich denn für einen Anwendungsfall? Es gibt sicherlich kleinere Hotels, wo wir auch heute nicht eine Vollausstattung mit großer Infrastruktur brauchen, sondern wo die Gäste sehr lang da sind, wo man auch mit langsamem Laden sehr gut weiterkommt. Also bis 11 kW heißt AC-Laden, habt ihr heute sicherlich auch schon mal mitgenommen. Oder ist es ein Standort, wo sehr viele Menschen da sind, die kurze Standzeiten haben, wo wir
Schnellladungen brauchen. Schnellladungen heißt dann in der Elektromobilität immer DC-Laden, das geht heute bis 300 kW. Und dieses Schnellladen hat bei, also ist glaube ich nicht so, dass man jetzt alles unbedingt immer nur schnell laden muss, sondern die Intelligenz macht es am Ende. Was ist mein Anwendungsfall? Wie lang steht der Gast bei mir? Wie lang habe ich Zeit, das Fahrzeug zu laden? Und auch, wir sind der Energiekonzern, wie kriege ich intelligent die Energie dahin, wo ich sie brauche? Also es geht am Ende nicht darum, in dem Moment vielleicht, wo der Gast einsteckt, um 7 Uhr abends, wo eure Küchen laufen, wo unheimlich viel Energieverbrauch da ist im Haus, das Auto sofort vollzuladen, sondern es geht ja darum, in der Nacht, wo man praktisch keinen Energieverbrauch, dort in dieser Zeit dann die Fahrzeuge zu laden. Intelligentes Lastmanagement ist dafür was, was wir in ganz großen Anlagen verbauen. Die größte, die wir momentan verbauen, ist in München im FITZ, also das Forschungs- und Innovationszentrum von BMW. Da managen wir 800 Ladepunkte an einem Standort. Also eine ketzerische Frage war mir aus dem Publikum, ja, wenn im FITZ die ganzen Ingenieure ihre Autos bauen, dann geht in Schwabing das Licht aus. Also stimmt nicht, man kann das so intelligent gestalten, dass das überhaupt kein Problem ist. Ja, ganz wichtiges Thema, was wir auch mit anbieten, ist dieser Zugang zur Ladeinfrastruktur. Ich glaube, das Verschenken von Strom ist vorbei, auch in der Mobilität. Es gibt einige Anbieter, die haben was hergeschenkt, haben Infrastruktur hergeschenkt, aber mit der Anforderung an den Gastgeber, verschenkt deinen Strom. Kann man machen, bei den heutigen Strompreisen ist so eine Vollladung gerne mal 50 Euro. Der Umsatz, den der Gast dann machen muss in dem Haus, der muss dann relativ hoch, bis das mal herin ist, mag funktionieren. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, genau diese Tiefe in dem Thema schon hinzukriegen, dass man das auch gestalten kann, dass man selber sagen kann, was will ich dafür verlangen. Herschenken, glaube ich, braucht man nichts. Es geht auch um Geschäft, keine Frage, aber eben auch sinnvoll gestalten und dann auch E-Mobility als Einstieg zu nutzen, dafür vielleicht Energieversorgung mal anders zu denken. Für das Laden unterwegs ist es ähnlich. Laden unterwegs, das ist immer, glaube ich, die spannende Frage, wann beginnt denn für euch der Gast Gast zu werden? Das wiederhole ich von gestern Abend. Beginnt es, wenn er die Tür aufmacht oder wenn er sein Auto abstellt, oder beginnt es vielleicht wirklich schon zu Hause, wo man dem Kunden vielleicht sogar anbieten könnte, die Reiseroute elektrifiziert, nachhaltig, zumindest im Kopf zu haben, vielleicht auch Angebote zu generieren, dass der sagt, okay, ich schaffe sogar die Anreise wirklich nachhaltig und habe vielleicht schon auch meinen Strom im Preis mit dabei. Wesentliches Thema, das für uns auch im Moment in der Entwicklung immer besser wird, ist die Intelligenz oder die IT-Systeme dahinter. Also alles, was am Ende wir aufbauen, sollte immer intelligent sein, weil am Ende hängt Elektromobilität an einem großen Netz. Und es schimpfen viele, ja, der Netzausbau, der kommt nicht hinterher. Das ist richtig, wenn die Kurve so weitergeht, wird es schwierig. Aber mit einem intelligenten Produkt kann ich da unheimlich viel gestalten wiederum und auch intelligent gestalten, sodass man nicht noch mehr Kupfer in die Erde graben muss, sondern am Ende über die Nutzungslogik, wie wir es im Tourismus haben, wie wir es vielleicht in großen Unternehmen haben, wie wir es im öffentlichen Bereich haben, Energie dorthin zu bringen, wo wir sie wirklich brauchen und nicht nur über massive Ausbauten am Ende das Ganze zu realisieren. Unsere Philosophie, wie wir an solche Themen rangehen, ist nicht, wir wissen heute alles und hier sind die Produkte und stellen euch hin und dann macht's bitte, was ihr wollt. Sondern wir glauben fest daran, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, Nachhaltigkeit in der Mobilität anzupacken. Da sind Kunden wichtig, die heute sagen, ich fange an, ich mache da jetzt was. Da sind die Anbieter wichtig, die Lösungen, die wir heute bieten können, haben sich deutlich weiterentwickelt, die letzten 2 bis 3 Jahre, würde ich sagen. Wir sind dann am Stand, wo man alle Module hat, um das jetzt zusammenbauen zu können. Und es sind Partnerschaften wichtig, denn der Markt ist so disruptiv, ja, man braucht starke Partner, um das Ganze auch realisieren zu können. Hier als Beispiel, wir bauen für BMW in Österreich jetzt 1000 Ladepunkte auf für die Mitarbeiter in Österreich, die hier an den Werken in Steyr zum Beispiel, auch in Wien oder in Salzburg dann entsprechend laden können. Das sind große Schritte, das sind riesige Netzwerke, die dort entstehen. Oder wir bieten auf Plattformen Online-Abschlüsse an, sodass ein Kunde, der ein Elektroauto kauft, dieses Problem der Ladeinfrastruktur in seiner Customer Journey sofort auch gelöst bekommt. Oder für die Mitglieder des ÖAMTC auch das Laden zu Hause
von einem Anbieter an, der von A bis Z anbietet. Also kommt jetzt dann auch die Installation dazu, das Thema Wallbox, das Thema Beratung, Förderberatung etc. Und diese Partnerschaften sind für uns wichtig. Und ich habe erlebt in der Runde gestern Abend, auch heute, das Netzwerk Tourismus, das ist überall wichtig. Und ihr finde, ihr macht das in Österreich sehr sympathisch, man fühlt sich hier unheimlich wohl. Und genau dieses Netzwerk, diese Partnerschaften, die in unserem Netzwerk entstehen, sind für die Zukunft, für die Gestaltung der Zukunft aus unserer Sicht unheimlich wichtig. Und da freuen wir uns, wenn wir miteinander gestalten dürfen. Wer noch etwas mehr sehen will, wir haben eine eigene Website jetzt auch in Österreich, steht hier unten eon-drive.at. Und schaut gern drauf, steht einiges drauf. Und wer Fragen hat, meldet euch gern bei uns und wir werden euch definitiv versuchen, weiterzuhelfen.